So, willkommen zurück zu Let's Learn Zerg. Brandy hier. Und wir haben uns in der letzten Folge in die Silberliga hochgestuft. Und mal schauen, ob wir dieses Niveau halten können, beziehungsweise uns steigern können. Jetzt spielen wir gegen einen Bronze-Ligisten. Ist mir jetzt nicht so ganz klar, da wir die letzten zwei Matches über gegen einen Gold-Ligisten spielen durften. Soll mir recht sein, habe ich jetzt nichts dagegen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich cheesen werde, nur weil ich gegen einen Bronzespieler spiele, der kann auch was drauf haben, so wie ich gerade eben beispielsweise gegenüber zwei Goldligaspielern. Also werde ich da mal kein, also werde ich mir da kein Vorurteil erlauben dürfen. Es kann nämlich immer irgendwas passieren. So, haben wir unseren Overlord gerade so noch hinbekommen. Ich glaube, es war ein Terra, ne? Jawohl, es war ein Terra. So, und dann haben wir jetzt quasi alles erledigt. Machen wir mal Sammelpunkt der Zergis nach vorne. So, und dann haben wir jetzt 100 Mineralien, Overlords spreadet und wir können direkt Drums. Hoppala. So, wir machen weiter mit 15 Pool, 15 Hatch. Man kann den Build sicherlich optimierter spielen, aber ich finde, er klappt noch recht solide. Warum dann was ändern, wenn etwas funktioniert? Außerdem, so weit abgeändert ist der ja gar nicht vom Okko, sondern einfach nur ein bisschen, ich sag mal, abgestimmter auf Early Pressure. Finde ich, also persönlich, das muss ich sagen. So. Machen wir mal hier weiter eine Larve und jetzt warten wir darauf, dass wir unsere Hatch bauen können. Er scoutet und findet nichts. Er sieht, dass wir einen Pool spielen. Mal schauen, was er hier macht. So, ich gehe mal mit der Drone runter. Er scoutet, sieht keine Hatch, denkt sich all in wahrscheinlich. Kann er ja nach 2 Minuten 38 sagen, der Bronzespieler. Also, das ist so erfahren, der Spieler, der weiß, dass nach 2 Minuten, wenn da kein Pool kommt, keine Hatch ist, das vorbei. Das sind GG für ihn, weil, ja, ist halt einfach so. Ist halt ein GG. Muss man einfach so sehen, wie es ist. So, wir werden jetzt mal hier einen Overlord hierhin platzieren. So, und wir sehen hier noch nicht so viel mit unserem Overlord. Gehen wir mal ein Stück vor. Bauen hier den Crawler schon mal hin. Wir sehen keine Expo. Das ist schon mal okay. Das ist okay. Keine Expo heißt immer, keine Ahnung. Es spielt wahrscheinlich halt jetzt gerade noch keine Expo. Wir können ihn schon mal hier hinstellen. So, weiterer VPF-Line. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt keinen Overlord wasten in der Phase. Deswegen bin ich jetzt eher vorsichtig, was das angeht. So, kommt noch eine. Ne, kommt noch. Ja, doch, kam noch eine Drohne, muss man leider sagen. Ich habe die Hatch falsch gestellt. Eieieiei. So. Zack. Und runter mit der Queen. Ich habe meine Linge vergessen für die Watchtower. Wird sofort nachgereicht. Sobald ich zwei Larven habe. Genau, machen wir nämlich hier eins hin und hier eins hin. Und genau. Raus den Crawler und decken ihn mal vor. So. Ja, wir brauchen mehr Overlords, da hast du recht. Bevor wir mehr Overlords haben können. So, dann brauchen wir auch mehr. Wir brauchen mehr Overlords. Ja, habe ich doch alles im Bau schon. So, wir haben die Tower. Und wir fangen an mit den Queens ein wenig zu creep-spreaden. Beziehungsweise mit der Queen dann in dem Fall. So, und jetzt heißt es Drohnen, Drohnen und weiter Drohnen. So, zack, 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 zack. Jetzt spreadet sich's natürlich idealerweise noch schneller. Okay. Zwei kann ich einmal noch injecten.
Und wir setzen den Sammelpunkt. Habe ich da eine Richtung vorgegeben? Habe ich noch nicht. Machen wir das einfach so. Wir injecten hier nochmal schön. Ein Inject hier hin. Und sehen wir, dass jetzt eine Base da ist für ihn? Nee, sehen wir nicht. Haben wir doch. Ah ja, er scannt uns natürlich. Hilft ihm natürlich extrem weiter. Ohne Hatch immer noch. Ohne Second Base. So, wir spielen erstmal. Oh, das wäre natürlich wasted, aber müssen wir jetzt machen. So, okay, haben wir hier. Zack. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum 6? Ganz einfach. Wir haben einmal einen Roach One zu bauen, einen Evo Chamberlain. Und den zweiten Evo Chamber. Und dann können wir eigentlich noch mehr bauen. Und dann bauen wir ein paar Obis. Zack. Und gehen unsere dritte Excel holen. Ich möchte einen Arm. Wir sind eh recht spät mit den Roaches dran. Muss ich sagen. So, hier 17 von 24. Können wir eigentlich auch einen zweiten Crawler investieren. Haben wir nur 15. Machen wir eine hier hin. Und alles ideal, dass wir nicht genügend Energie haben, aber das muss jetzt nicht sein. So, eine dritte Queen brauchen wir mal hier. Wir müssen unsere Bases verbinden, deswegen. Ja, ist mir schon klar, dass wir jetzt mehr Mineralien brauchen werden. Deswegen. So, wir machen uns in Richtung gegnerische Base. Da kommen Medivacs. Sobald unsere ersten Roaches fertig sind, wird ein Drop starten, nehme ich mal an. Machen wir hier. Ja, unsere Roaches stehen natürlich nützlich daneben. Was soll denn das, Leute? Echt jetzt? Hat er einen frühen Medivac-Push geplant? Aber ganz im Ernst, bringt das was? Ja, ihm ja. Oh, mal hier. Er hat uns meine komplette Eco mal hier schön rausgenommen. Naja, ist ja wurscht. Wir haben ja ein bisschen Spielraum, sag ich mal. So, machen wir mal hier. Zack, zack, zack. Ah, hier, zack, zack, zack. Meine Linge baue ich wieder an den Watchtowern. Mutation abgeschlossen. Er hat sich eine Base mal zugelegt, so nach ungültiger Befehl. Ungefähr 26 Jahren. So. Brauchen wir nochmal eine Queen hier? Brauchen wir eine Queen hier? Brauchen wir eine Queen hier? Roaches brauchen wir. Andererseits brauche ich auch natürlich Mineralien. So. Nee, 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 nee. Wo setzt er denn drauf hin? So, ah, jetzt Pech gehabt. Haben wir etwas mehr als er, muss ich sagen. Muss ich leider für ihn sagen. Es tut mir jetzt echt leid für ihn. Vor allem haben wir schon 1-1er Roaches. Oh fuck. Schon bei.
wir jetzt mal ein bisschen durchpushen. Wir brauchen mehr Mineralien. Setz mal einfach einen Transfuse auf die Queen. So, haben wir das jetzt auch erledigt. Machen wir eins. Machen wir zwei. Ich brauche echt Worker wieder. Ich bin gerade echt schlecht, muss ich echt sagen. Ich glaube, das ist meine letzte Runde, weil ich übel schlecht spiele gerade. Von daher. Mal alles. Bis auf die. Mal alles sammeln und hier hinschicken, einlegen, weg. Ja klar, es war schon logisch. Und dahin. So, machen wir mal hier voll jetzt. Ja, ja, ist ja schon okay. Muss man auch sagen. Ist ja schon okay. Ah, hier mal voll. Angriff. Was soll schon passieren? Wir sammeln uns jetzt erstmal. Und durch. Und dreschen. Sehr schön. Wir fressen uns durch den Gegner, bauen gedieben nach, während er gerade alles verliert da vorne. Nehmen wir seine Echse. Nehmen wir alle Arbeiter. Laufen wir mal kurz hoch und machen mal ein bisschen hier Pressure. Ja, dann nützt ja dein Stim auch nichts mehr. So, haben wir das auch erledigt. Lalalala. Injecten nicht verpennen. Dann machen wir ihn einfach fertig, komm. Sammeln wir uns auch nochmal. Ja, das ist leider nicht so gut gelaufen für ihn, glaube ich. Einmal mal hier eine Handvoll rein. Spielen wir mal ein bisschen die Roach-Umklammerung. Ja, dich habe ich gesehen, Kumpel. Jawohl, da hat er es auch eingesehen, dass es nichts mehr hilft. Super duper duper mega. Alles klar, hier meine Bärchen. Das war's in dieser Folge. Wir hatten jetzt die ersten kleineren Probleme mit Drops. Oh, und wir sind direkt Gold. Geil. Ach, wie geil. Jetzt sind wir schon Gold. Lol, wie geil. Ah, das freut mich jetzt irgendwie gerade übermenschlich. Und zwar war das ein heißer Bronzespieler. Hat auch nicht schlechtes Spiel, muss ich sagen, finde ich. Aber ich fand unseren Spielstil eigentlich noch ein bisschen interessanter. Und ich muss sagen, dass ich jetzt seit langer Zeit mal wieder in der Goldliga bin, muss ich sagen. Freut mich jetzt ehrlich. Da ist immer echt mal wieder Gold. Dieses Zeichen zu sehen ist echt schön. Ich bin halt in der aktuellen Saison in Heart of the Swarm bin ich halt nur in der Silberliga. Ja, aber auch eine nicht so gute Bilanz, weil ich finde, in Heart of the Swarm ist das Spiel etwas schwerer. Also hier habe ich ja eine 8-0 Bilanz, das ist echt, das ist gar nichts eigentlich. Also da haben wir ja kaum Gegenwehr bekommen und die Goldligaspieler, die wir als Gegner hatten, die haben wir ja, nee, das war echt nicht so, also nicht so berauschend.
was soll ich sagen? Karrierestatistik könnt ihr euch mal anschauen hier bei mir. Ich war mal Gold in Saison 5, also in der letzten Saison. Vorletzten Saison. In der letzten Saison habe ich mich runtergestuft auf Bronze, weil ich eben nicht gespielt hatte seit. Also der Saison über bis dahin zum Ende habe ich nicht gespielt. Dann war mein MMR so schlecht, dass ich wieder in die Bronzeliga gefallen bin. Das war so mein. Na, wobei eigentlich war eher Saison 4 mein Highlight. Da bin ich nämlich in die Goldliga gekommen. Ja, habe ich Saison 3 in Bronze abgeschlossen. Das war meine erste Saison in StarCraft. Und in der nächsten Saison habe ich mich direkt so verbessert, dass ich in der Goldliga war. War schon ein toller Moment, ja. Aber dann ist es etwas runtergegangen, weil mein Pensum immer weiter gesunken ist. Und deswegen ist meine höchste Liga halt immer noch Gold. Aber jetzt zur Zeit habe ich wieder so eine Abphase und trainiere jetzt auch wieder mehr in StarCraft. Und möchte halt dann auch irgendwann mal so Platin oder so vielleicht kommen. Genauso wie in WoW, da habe ich auch Saison 5 in Gold beendet. Saison 4 war ich auch schon in Gold, in WoW, aber in 2 und 2 nur. Ja. Wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Mal Folge, meine Freunde.